Hallo zusammen und willkommen zurück bei Whisky Space. Ja, ich muss gleich dazu sagen, ich habe mich letztens ein bisschen damit beschäftigt, was ich alles so für Whiskys da habe und habe mir überlegt, ich mache mal wieder so eine kleine Special-Reihe, weil ich wurde da draufgebracht durch Sean's Whisky-Ecke. Schöne Grüße an dich, Sean. Dann hat, glaube ich, der liebe Ansgar da Videos drüber gemacht und auch ein gewisser, wie heißt der noch? Gewisser Sir Malthead oder sowas. Die haben alle so spezielle Videos gemacht, zum Beispiel über mein Lieblings über 12-jähriger Whisky, dann 18-jähriger Whisky und so weiter und so fort und NAS Whiskys. Und ich habe mir gedacht, springst du auf den Zug einfach ein bisschen auf, schadet ja nicht, umso mehr da so die Meinungen geteilt werden, was Whiskys angeht, ist ja auch immer spannend für mich anzusehen, was jeder so in seinem Barfach hat und was so seine Lieblinge sind, und deswegen will ich mich da jetzt anschließen und da quasi jetzt anfangen mit meinen Top 5 NAS Whiskys. Wer NAS noch nicht weiß, ich habe schon mal gehört, dass manche da Schwierigkeiten haben und wissen nicht, was NAS bedeutet. NAS bedeutet No Age Statement Whiskys, also wo nicht bekannt ist, welches Alter diese Whiskys tragen. Genau, also ich habe jetzt vor, also ich will jetzt nicht jeden in der Woche 2-3 Videos rausbringen mit meinen Top-Dings da, weil ich habe ja letztens zum Beispiel erst meine Herbst-Whiskys rausgebracht, meine Top 5. Tschack, blende ich euch oben mal ein, das Video. Aber diese Specials da, die will ich jetzt aufteilen, so pro Monat ein Video. Also jetzt ist Ende Oktober, jetzt will ich das Top 5 NAS Whisky Video machen. Und dann geht es weiter mit den bis 12-Jährigen, dann weiß ich noch nicht genau, 13- bis 17-Jährige und 18-Jährige aufwärts. Das muss ich dann aber noch schauen, wie ich das mache. Also das kommt jetzt auf jeden Fall noch im Oktober dran, das NAS Video, was ihr jetzt seht. Und dann geht es erst im November weiter. Dann fangen wir doch mal an mit einem, den ich erst kürzlich hatte, also noch gar nicht so lange her. Und das ist der Elements of Isla CL14 Col Isla. Der wurde gereift in einem Hogshead und 3 Oloroso Sherry Butts. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, das Ding. Preislich war der, glaube ich, auch gut. Der hat, ich glaube, 55 Euro, ist zwar 0,5, aber ich muss sagen, kann man echt mal machen. 50,1 Volumenprozent, also richtig, richtig leckeres Teil. Wer auf Isla steht, kann da gerne mal zugreifen. Es gibt jetzt auch von Elements of Isla schon 0,7er Flaschen, da hat... Ich glaube, der Ansgar war es auch schon mal, diesen 07er Blended Malt mit Sherry vorgestellt. Der muss auch ziemlich gut sein. Aber auf jeden Fall einer meiner Top 5 NAS Whiskys. Das ist hier der, stellen wir ihn hier hin, Elements of Isla Col Isla CL14. Gut, dann gehen wir hier rüber und gehen quasi nach Frankreich, und hier habe ich den Michel Couvreur Overaged. Ein genialer Whisky, muss ich echt sagen. Werden die Whiskys eingekauft in Schottland und werden dann im Burgund in diesen tollen Gewölben dann nachgereift in sehr, sehr alten Sherryfässern. Und der Overage Malt Whisky, der hat jetzt 52 Volumenprozent und ist eine wirklich tolle, so eine alte Sherry-Bombe, würde ich jetzt mal sagen. Das ist nicht dieser moderne Sherry, der den hat, sondern so ein alter, muffiger Sherry. Aber richtig, richtig lecker. Muss man echt sagen. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, preislich war der so, 90 Euro oder irgend sowas in dem Dreh. Auf jeden Fall einer meiner liebsten Couvreurs. Gut, dann haben wir einen Fop. Den gibt es nur noch begrenzt und mittlerweile schweineteuer. Der Laphroaig Triple Wood, das war einer meiner liebsten Laphroaigs. Leider wurde es ja eingestellt.
die Preise mittlerweile in Deutschland, was ich jetzt mittlerweile gesehen habe, boah, das ist, glaube ich, 170 bis 200 Euro teilweise. Also krank, wirklich krank. Ich habe den damals für knapp 40 Euro bekommen. Ich glaube, der einzige, der ihn noch unter 100 Euro anbietet momentan, ist der Holländer. Ich glaube, da bekommt man ihn für, ich glaube, 90 Euro oder so. Also auch ist doppelte zahlt man auf jeden Fall zu dem normalen Preis von damals. Auf jeden Fall ein absolut genialer Tropfen. Lafroy Triple Wood, der Nachfolger der Sherry. Den muss ich mir auch nochmal unbedingt gönnen, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er da ranreicht an den, weil er einfach so schön komplex war, der Triple Wood. Aber ich werde mir den Sherry auf jeden Fall definitiv auch nochmal besorgen. Gut, jetzt kommt einer, der, ja, ich würde mal sagen, als Winterwhisky perfekt passt. Und an dieser Stelle Grüßle an meinen lieben Frankenbuddy, den Whisky-Häcksler Andi. Du hast mich auf diesen Tropfen gebracht und den habe ich mir natürlich besorgen müssen. Ich glaube, ich habe den knapp für 100 Euro damals oder so bekommen, knapp über 100 Euro. Und das ist der Emperor's Way Henry the Lion mit einer wunderschönen Holzbox von der Hercynian Distilling Company im Harz. Schon allein hier das hier so aufschieben, die Flasche. Echt genial, mit wunderschönem Rauch und ganz tiefen dunklem Sherry. Das ist jetzt eine Reifung in, ich glaube, PX und Palo Cortado Sherry Hogsheads, genau, und Octaves, also ganz kleine Fässchen. Hat 56,5 Volumenprozent und ist einer der besten deutschen Whiskys, die ich bis jetzt probieren durfte. Wirklich genial. Und das Video, da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, wenn ich das machen kann. So, dann schieben wir es da rein. Schauen wir mal, ob es klappt. So, und. Jetzt. So. Henry the Lion. Okay, last but not least, also wer mich kennt, wer meine Videos kennt, weiß, dass es so ein mein Herzenswhisky war und immer noch ist. Und es handelt sich um den Ardbeg Ugidal. Ich weiß, der ist sehr krass batch-abhängig. Über die Jahre ist er teilweise vielleicht ein bisschen schlechter geworden als, ich weiß, glaube ich, wann ich den das erste Mal hatte, ich glaube 4 Jahre oder 5 Jahre oder so. Und da war er überragend, der ist jetzt auch noch überragend. Aber es sind vielleicht leichte Abstriche zu merken. Ich hoffe mal, damit ist jetzt auch Schluss, dass jetzt die Qualität vielleicht immer minimal sinkt, weil dann möchte ich nicht wissen, wo das in 10 Jahren ist. Aber bis jetzt ist der immer noch eine uneingeschränkte Empfehlung von mir, der Ardbeg Ugidal, ein überragender Islay Whisky. Also einer meiner Liebsten aus Islay. Auf jeden Fall. So. Gut. Übrigens in dem Ugidal, da müssen auch ziemlich alte Fässer gemischt worden sein mit jüngeren Fässern. Deswegen ist der auch wirklich sehr, sehr komplex. Was man bei dem auch merkt, der hat ja 90% Ex-Bourbon und glaube 10% Sherry-Anteil. Das ist zwar nicht viel, aber das macht doch einiges aus. Der hatte, habe ich jetzt schon gesagt, wie viel der hatte? 54,2 Volumenprozent. So, und dann mal den darüber. Okay, das war's wieder, das Short Video. Meine Top 5 NAS Whiskys. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wie gesagt, das nächste Special Video, das wird dann die bis 12-Jährigen sein, denke ich mal. Das kommt dann im November, Ende November wahrscheinlich dann raus. Okay, ihr könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, schreiben, was so eure Favoriten sind von NAS Whiskys. Oder hattet ihr die schon mal im Glas? Was haltet ihr von denen davon? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Nacht oder Abend, was auch immer.
Und dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal wieder mit euch hier bei Whiskey Space. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao.